Wollt ihr selber ein Bier nehmen? Ja, das ist doch Kacke. Max Hass ist immer eine Erbse. Das ist nicht gut. Das werden wir ändern. So. Ob noch? So, hier ist keiner weiter. Wieso ist die verschlossen? Ist doch die Krankenstation oder nicht? Das Lab ist auch zu? Komisch. War ich schon mal beim Hangar? Ja, doch. Wer hat denn eigentlich die ganzen Hubschrauber angemalt, hä? Ah, cool. Hallo, Captain. Ganz schön knapp. Das mit Caroline war ein schwerer Schlag. Aber ohne Sie, Captain, gibt es keinen Widerstand. Doch, doch, doch. Ihr schafft das auch ohne mich. So, wir müssen also im Trainingslager einen roten Schraubenzieher finden. Obwohl da hinten in der Kiste ein roter Schraubenzieher lag. Aber sie will ja ihren. Ja, also da. Da muss man schon drauf bestehen. Na gut. Wollen wir mal einen Schraubenzieher suchen gehen? Ich weiß immer noch nicht, warum Seth Labo und die Krankenstation abgeschlossen sind. Hey. Wann dürfen wir denn das mit den Enigma-Codes machen? Geht das Spiel echt noch so lange? Seth Lab, immer noch verschlossen. So. Stimmt das wirklich, Connie? Wir sind unterwegs nach New Orleans? Ja. Was tun wir denn in New Orleans? Keine Ahnung. Ich setz mich mit hin. Ich habe Grace zugehört, aber irgendwie spricht sie zu schnell. Gibt es Widerstandskämpfer in New Orleans? Ja, schon. Vielleicht helfen sie uns, gegen das Regime zu kämpfen. Wäre doch toll. Jo. Du redest nicht viel, Connie, oder? Weiß ich. Was ist dir bei dem Bombenabwurf zugestoßen? Das willst du nicht hören. Du kannst es mir erzählen. Nicht zu erzählen. Ich glaube, du hast es noch niemandem erzählt. Vielleicht fühlst du dich danach besser. Papa hat gesagt, es ist nicht gut, Gefühle nicht rauszulassen. Wenn man traurig ist, muss es raus. Und dann sieht man, dass die Gefühle gar nicht so groß und schlimm sind. Na gut. Die Sirenen dröhnten. Hab in der U-Bahn Schutz gesucht. Die Decke ist beim Abwurf eingestürzt. Bin aufgewacht. Rauch. Feuer. Überall Leichen. Arme und Beine. Leute stolperten umher. Schreie und Wein. Geruch von verbranntem Haar. Papas Gesicht von den Knochen geschmolzen. Mama brannte. Konnte nicht aufstehen. Mein kleiner Bruder unter Beton zerquetscht. Blut auf den Gleisen. Dann Stille. Verdammt. Scheiße, noch eins. Das tut mir so leid, Connie. Fühlt es sich besser an, darüber zu reden?
Nein. Oh, okay. Dann lasse ich dich mal in Ruhe. Bis später. Ja, wir gehen dann auch mal. Guten Tag. Ja, ei. Und hier schönes. Aha. So, ne, Wyatt schläft ja nicht in seinem Zimmer. Wie kommen wir denn in Seths Labor? Hallo. Hi. Cleaning? Was? Hallo. Hi. Was denn? Wer bedient das? Komm doch 100% hier irgendwie rein. Die Frage ist nur, von wo? Vielleicht im Club Wiesenau irgendwo? Irgendwo so ein Eingang? Oh, es gibt wieder Kartoffeln. Immer wenn wir rosa füttern gehen. Gucken wir mal hier unten, ob es hier irgendwo was gibt, wo wir lang krabbeln können. Um ins Labor zu kommen. Okay, ja, hi. Aber das sieht nicht so aus. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Boah, das ist aber auch so verwirrend, ey. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Muss es doch irgendwo was geben. Oh, Moment. Sehe ich denn von hier aus irgendwo was? Ah ne, das ist ja nicht das Labor. Okay, na gut, dann wo ist denn die Schießanlage? Jetzt geht's nächste Gesuche los. Anga, Sets Lab? Ich glaube... Nicht. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo lang, oder? Mr. Blasco. Gerade was gesehen. Irgendwas könnten wir einsammeln. Was geht? Da. Alberts Brief. Okay. Boah, so viel. Ich werde jetzt übrigens immer durchscrollen für alle, die das lesen wollen. Und brauchen wir bloß eine Pause machen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Wenn ich mir vor uns gerade überlegt, wäre eigentlich ganz schlau. Hallo? Wo hol ich denn diesen blöden Schraubenzieher? Hier können wir erstmal rosa füttern. Ist jetzt zu verhindern, Schwein. So, jetzt muss ich mal nachgucken. So. Mal ganz, ganz kurz. Gibt's nichts. Na gut. Hallo.
Amerikanerin? Ja, Schätzchen. Warum? Haben Sie Filme gesehen? Also früher? Ja, ab und zu mit meinem Mann. Ich liebe Filme. Ich dachte mir, ich bin Autorin. Vielleicht schreibe ich mal ein Drehbuch. Könnte Spaß machen. Auf Englisch, Schätzchen. Vielleicht klappt es ja. Joseph Conrad war auch kein Amerikaner, oder? Einen Film zu produzieren ist schwierig, wenn das Regime an der Macht ist. Wir stecken viel Geld in die Filmindustrie. Perfekt, um Propaganda unter die Leute zu bringen. Wie in diesem Terrorbilly-Film. Davon wird kein Wort stimmen. Sie verkaufen es so, als würde es das. Vielleicht bleibe ich bei Büchern. So, hier ist die Shooting Range. Das Armor Depot. Guten Tag. Junge, haben Sie schon mit Grace gesprochen? Ich glaube, sie braucht Ihre Hilfe bei etwas, das mit Gewalt zu tun hat. Ja, ja. Guten Tag, Kevin. Guten Tag. Wie immer braucht sie Hilfe. Ja, hi. Mich rüber. Hä, wo geht's denn lang? Ach, da lang, nein! Ja, das dauert schon viel zu lange. Nein, lauf doch schneller. Ja, also für jeden, den wir verpassen, gibt es Zeit oben drauf. Okay. Na gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo soll denn hier ein Schraubenschlüssel sein? Unten waren wir ja schon. Und wollen wir da was reparieren? Jetzt kommen wir von hier aus nicht weiter. Hi, wir müssen nochmal hier lang. Waffen-Upgrade. Irgendwelche Kisten. Forschung zur besten Sprache der Welt. So. Und wo ist denn hier der Schraubenschlüssel? Was sollen wir denn hier für finden? Könnte der bloß sein? Müsste eigentlich hier irgendwo auf dem Weg liegen, oder? Wo wollte Seth denn was reparieren? Kann man nicht rein? Tja, keine Ahnung. Ja.
Ich weiß es nicht. Ja, ich hab keine Ahnung. Könnte das denn sein? Mist. Oder hat er vielleicht... Na, oh, Mann. Na gut. Absolut bereit, Sir. Jupp, alles bestens. Noch ein bisschen Munition und nochmal nachladen und noch mehr Munition. So, dankeschön. Alles in bester Ordnung. Jupp. Wir müssen... Was ist denn, wie ich ins Sets Labor komme, vor allen Dingen? Anja schläft noch. Rosa ist auf jeden Fall versorgt. Na gut. Ja. So. Ja, dein Schraubenschlüssel. Merci beaucoup. Das wäre doch nicht nötig gewesen, Monsieur Blaskovic. Doch. Na gut. Dann können wir eigentlich zur nächsten Mission aufbrechen. Alles klar. Ja. Was sehen wir denn hier Schönes? Nur Wasser. Wir sehen nur Wasser. Warum nicht ein bisschen? Wieso setzt Labor zu? Wieso kann ich das nicht benutzen? Na gut. So, hey Chris. Wir haben gar nicht Level verlassen, oder? War das jetzt Level verlassen? Hey. Schön, dich zu sehen, Chris. Scheiße. Blaskovic, Sie sind ein echt harter Brocken, wissen Sie das? Was ist das? Species Müll aus Roswell. Er hat alles aus der Bodenkontrolle mitgenommen und hier hingeknallt. Hat das Zeug nie ausgepackt. Er war ein guter Mann. War abzusehen. Aber ich konnte nichts tun. Was hat er gesagt? Wann? Was waren seine letzten Worte? Sagen Sie es mir. Er sagte, das war ein außerirdischer Mann. Vollidiot. Richard. Oh, Junge, wie läuft's bei Ihnen? Hallo, Grace. Gehört es Ihnen? Was ist das? Wo haben Sie es her? Specie hatte es aus Roswell. Hat 47 bei der Absturzstelle gefunden. Sieht aus wie... Das kann nicht sein. Aber das... Oh Gott. Seth. Oh Gott, das ist... Entschuldigung. Was? Tut mir leid. Grace. Gleich fängt es an, Grace. Ein Frontalangriff. Sie sollen die Maschinen heiß laufen lassen. Volle Kraft voraus, Schwester. Ja, Ma'am. Wird gemacht. Wir sind unterwegs zur New Orleans-Zone. Kommen Sie, Blaskovic, setzen Sie sich. In der Zone gab es eine der letzten Widerstandsgruppen Amerikas, angeführt von einem Mann namens Horton. Nach dem Krieg baute das Regime Mauern um die Stadt. Und dann trieben sie alle unerwünschten Personen zusammen und brachten sie dorthin. Horton und seine Kameraden stecken da fest und
harren unter den schlimmsten vorstellbaren Bedingungen aus. Aber seit den jüngsten Vorfällen hat das Regime den Druck erhöht. Todesschwadronen stürmen die Städte und bringen die Leute um. Gott verdammt, sie töten alle in der Stadt, bis keiner mehr übrig ist. Wir müssen was tun. Dann los. Also ist Ihr neuer Körper denn bereit für die Schlacht? Ja, denke ich schon. Als je zuvor. Ich fühle mich unaufhaltsam, wie ein verdammter Güterzug. Sie sind ein scheiß Güterzug. Also bevor wir in New Orleans ankommen, müssen Sie noch einen Abstecher nach Manhattan machen. Lesen Sie die Einsatzbeschreibung. Aktivieren Sie die Kriegskarte und laden Sie die Infos für Manhattan. Verstanden. Oh, und Blaskovic, ein Gutes hat dieser ganze Mist gebracht. Ja, was denn? Ihre Hinrichtung ist überall in den Nachrichten. Das Regime glaubt, sie seien tot. Die werden sie nie kommen sehen. Stimmt. Na, jetzt können wir das Ding hier benutzen. Aha. Hammerfaust, was ist denn da? Hammerfaust, okay. So, und hier? Kurs festlegen für Atombunkerbezirk. Okay. Ja, ich wollte mich gerade beschweren, dass wir hier eigentlich gar nicht mehr sein können. Aber das hat sich gerade erledigt. Ich dachte, jetzt wäre vielleicht ein Fehler in der Story hier. Oh, hi! Wo kommst du denn her? Blaskovic, finden Sie einen Weg in den Atombunker, bevor die Strahlung Sie, nun ja, umbringt. Ach, mich kann nicht mehr umbringen. Nicht nach dem, was letztens erst passiert ist. Was denn? Jetzt haben wir erstmal ein kleines Luftpolster an, Medi. Jetzt sind wir komplett voll sogar. Wir haben ein paar neue Enigma-Codes. Sehr gut. Ja, die Strahlung macht schon ordentlich Schaden hier. Ja? Oh.
Den nicht mal kurz fast vergessen. Have you taken your German lessons? There you come, Dad. Oh, vielen Dank.